Hallo und herzlich willkommen zur Stromgarage. Ich will euch heute mal zeigen, wie ich eure T-Shirts mache, so wie dieses hier zum Beispiel. Das könnt ihr bei mir auf der Website bestellen. Das haben auch schon einige getan, auch jetzt wieder. Und da will ich euch einfach mal kurz teilhaben lassen, wie man das so macht, nach dem Intro. So, also alles, was man dazu braucht, ist zunächst einmal hier so eine Folie. Seht ihr das? Da ist im Prinzip auf der einen Seite so ein Heißkleber drauf und hier ist so eine Schutzfolie. Und mit dem Heißkleber wird es dann halt hier auf das T-Shirt aufgepresst mit so einer Thermotransferpresse. Die zeige ich euch nachher. Ja, und jetzt ist es aber ja, da ist ja noch nichts irgendwie, kein Motiv oder so. Und um da jetzt ein Motiv auszuschneiden, braucht man einen Schneidplotter. Das ist, warte, sowas hier zum Beispiel. Das zeige ich euch auch gleich, wie das funktioniert. Also da, das sieht aus wie so ein Drucker im Prinzip. Und damit kann man eben diese Folie dann ausschneiden. Dazu gibt es natürlich ein passendes Programm. Ich habe das hier jetzt schon mal vorbereitet. Da hat jemand zwei T-Shirts bestellt mit zwei unterschiedlichen Motiven. Ich zeige euch mal den Bildschirm. So, also so sieht es dann aus bei mir. Ja, man kann jetzt eben also hier die zwei Motive entdecken. Das ist einmal hier diese 1% Angst oder halt, ob man Angst hat, wenn man mit 1% Akku noch ankommt. Und es ist ein Sion-Vorbesteller. Das Ganze ist jetzt natürlich spiegelverkehrt. Das liegt nicht an der Kamera, sondern das muss so sein, weil es eben quasi verkehrt rum ausgeschnitten wird, dann umgedreht und dann wird es aufs T-Shirt geplottet. Ja, wie gesagt, ich habe es alles schon vorbereitet und jetzt muss ich diese Folie hier noch auf so eine Unterlage kleben. Mal so rum. So, und dann geht's auch schon los. So, also der Schnitt hat jetzt um die 5 Minuten gedauert, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe. Und hier könnt ihr jetzt sehen, in der Folie, ich hoffe man sieht es in der Kamera, sind jetzt diese Schnitte drin. So, aber man sieht im Prinzip ja noch nichts davon. Das heißt, die Teile, die jetzt nicht auf dem T-Shirt landen sollen, die muss man da jetzt einzeln rauspulen. Und das machen wir jetzt auch nochmal zusammen. Ich drehe euch die Kamera gerade mal ein bisschen runter. So. So, jetzt sind wir schon mal hier nicht schlecht, aber zum Beispiel hier bei dem O und von dem S, da muss man jetzt halt noch diese Zwischenräume wegkriegen. Und dafür habe ich ein sehr witziges Instrument. Sieht ein bisschen aus wie beim Zahnarzt. Ja, so. Und der Name von dem Ding hat mich damals echt zum Lachen gebracht. Das ist ein Universalhaken. Ja, und damit kann man eben hier diese Sachen, die da zwischendurch noch raus müssen, so ganz gut rauspolen. So, das war's auch schon. Also jetzt ist das hier entgittert. Jetzt muss ich halt hier noch einmal abschneiden. Das soll ja nicht beides aufs gleiche T-Shirt. So. Und dann kommt ja auf das T-Shirt immer noch mein Logo drauf. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Ja, das ist im Prinzip nach dem gleichen Schema, auch aus dieser Folie ausgeschnitten und entgittert, schon fertig. So, da müssen wir jetzt mal rübergehen. Warte, ich drehe euch hoch. So, da müssen wir jetzt mal rübergehen zu der Transferpresse. Die habe ich vorher schon angeworfen. Mal gucken, ob die schon heiß ist. Dann hole ich die T-Shirts und dann pressen wir das da mal drauf. So, die Presse ist heiß, ist auf 170 Grad.
Ich habe das T-Shirt jetzt schon draufgelegt, den ersten Druck auch schon aufgelegt. So, und jetzt muss man einfach hier runterdrücken und dann zählt die 23 Sekunden runter. Und dann ist das schon fertig. So, dann noch das Logo. So, und während das Logo sich drauf presst, kann man dann schon mal langsam und vorsichtig hier diese Trägerfolie abziehen. So, dann ist das erste fertig. Also hier seht ihr jetzt den Logo-Aufdruck nochmal mit Folie. Und hier ist es schon runter. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Also das ist so leicht geflockt, so eine leicht raue Oberfläche. Und dadurch, dass es eben kein Druck in dem Sinne ist, sondern ja, eine ausgeschnittene Folie, die auch noch in sich elastisch ist, hält es quasi relativ lange. Also das wird nicht so rissig oder wäscht sich ab bei der Wäsche wie normale Drucke, sondern diese Flockfolie, die hält ganz schön was aus. So, dann machen wir das zweite T-Shirt. So, und damit ist dann auch das zweite T-Shirt fertig. Der Sion Vorbesteller. So, ich habe sie jetzt hier gerade noch schön zusammengelegt, die zwei T-Shirts, in ein so ein Paket. Dann wird es in den Umschlag verpackt und geht zum Kunden. Wenn ihr auch so ein T-Shirt haben wollt, dann schaut mal auf strom-garage.de und dann links im Menü auf Shirts. Da gibt es dann einen Konfigurator, da könnt ihr auswählen, was ihr vorne drauf haben wollt, was ihr hinten drauf haben wollt. Wenn ihr so spezielle Sonderwünsche habt, könnt ihr mir das auch gerne in die Bemerkung dazu schreiben. Es gab zum Beispiel schon welche, die hier ihre Reservierungsnummer drunter haben wollten, jetzt zum Beispiel beim Sion oder wo auch immer. Wie gesagt, ich bin da ganz offen. Ihr habt ja gesehen, ich mache das sowieso individuell für jeden Einzelnen neu und dann könnt ihr da auch Sonderwünsche äußern. Genau, schaut da mal rein, da könnt ihr das konfigurieren und auch bestellen. Und dann mache ich das für euch und schicke es euch gerne zu. Diese Drucke sind wirklich sehr, sehr haltbar. Also ich habe ein T-Shirt, das habe ich wirklich vom ersten Tag des Kanals benutzt. Da stand nur Stromgarage einfach drauf. Und das habe ich immer noch und der Druck ist immer noch in Ordnung. Das wurde schon x-mal gewaschen. Also da bin ich wirklich überzeugt, weil das nicht vergleichbar ist mit so ja, T-Shirts, die bedruckt sind, also wo halt mehrfarbig irgendwas drauf ist. Das kennt ihr bestimmt, dass sich das dann mit der Zeit so aufkrisselt, irgendwie reißt oder sonst irgendwas. Das passiert eben bei dieser Flockfolie nicht. Deshalb bin ich da einfach sehr von überzeugt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir auch ein Abo da, schaut meine anderen Videos zu Elektromobilität und Tesla und Nissan und was auch immer. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt und fahrt elektrisch.